Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Magazin aus dem Oberallgäu und aus Kempten. Heute gehen wir ins Theater, nicht nur ins Tick hier hinter mir, sondern wir beschäftigen uns mit der Theaterlandschaft allgemein im Oberallgäu und in Kempten. Letztes Stühlerücken auf der Bühne. Im Hofgarten Immenstadt startet gleich das Theaterstück Veronika beschließt zu sterben, dargeboten von einem Theater aus München. 15 Mal im Jahr organisiert die Kulturgemeinschaft Oberallgäu hochklassige Theaterabende wie diesen. 9 Mal im Immenstädter Hofgarten, 6 Mal in Sonthofen. Und das jetzt schon ein halbes Jahrhundert lang. Die Kulturgemeinschaft und das Theater in Immenstadt hatte einen hohen Stellenwert, aber leider hat es in den letzten Jahren doch erheblich an Zuspruch verloren. Es ist leider so, dass das klassische Theater in kleineren Orten nicht mehr die großen Chancen hat, die es früher hatte. Ja, und die Abbruchzahlen sind runtergegangen, als man die Hofgartendecke runtergemacht hat, das Ambiente nicht mehr stimmte. Das ist immer der ganz klare Punkt, da spüren wir den ganz klaren Absturz. Dann die ganzen Diskussionen um den Hofgarten. Das Problem, der in die Jahre gekommene Hofgarten hat erhebliche Brandschutzauflagen und auch in Sachen Statik gab es Sanierungsbedarf. Die Folge, unter anderem musste die Decke abgehangen werden, die Räumlichkeiten sind wenig einladend. Theaterflair will hier nicht aufkommen. Der Saal muss natürlich, und das gehört zum Theater dazu, das Ambiente muss auch einigermaßen stimmen. Und das spielt ja auch eine Rolle für die Abonnenten, ob sie jetzt in eine Theaterwerkstatt kommen, wie ich mal den Hofgarten bezeichnet habe, oder tatsächlich in einem mehr oder weniger Theaterraum. Man hat hier den großen Lüster rausgenommen, wo das weiß ich überhaupt nicht, um im Grunde genommen etwas zu bieten, was den Theatergänger auch positiv einstimmt. Da hat man natürlich hier offensichtlich in der Stadt kein Verständnis und kein Gespür. Der Hofgarten in Immenstadt ist leider im Moment nicht mehr eine sehr präferierte Spielstätte. Da muss man einiges an Sanierungsaufwand betreiben. Ob es gelingt, weiß ich noch nicht. Andere Spielstätten bieten sich nicht unbedingt fürs Theater an. Allerdings wird die Decke nicht mehr eingebaut, weil wir jährlich an die Träger ran müssen, um dort Messungen zu machen. Der Statiker sagt, er kann erst in 12 Jahren sagen, wie sich die verwendeten Stähle in den Betonträgern verhalten. Bis dahin, denke ich, ist die Stadt nicht in der Lage, den Hofgarten irgendwie anders zu verwenden. Er wird so bleiben. Es würden riesige Ausgaben auf die Stadt zukommen, wenn man den umbauen wollte. Es wird also einen Weiterbetrieb geben und ich denke, da die Stadt kein Geld zum Abriss hat oder zur anderen Verwendung, wird es so weitergehen wie bisher. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Hofgarten wieder anschaulicher wird. Dafür ist einer der Gründe gewesen, dass wir den Verein gegründet haben, nämlich eine Verschönerung vor allem des Foyers, wo die Decke völlig roh ist. Da kann man durch entsprechende Glasfaser, Gewebe, kann man da Abhängungen machen und damit die Akustik verbessern und vor allem das Ansehnliche auch verbessern. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Hofgarten selbst, also für den Saal. Da wollen wir das Gleiche an der Decke auch machen. Finanzieren will das der Freundeskreis vor allem aus Spenden. Die Stadt Immenstadt, sie verweist auf klamme Haushaltsmittel und setzt den Rotstift auch woanders an, beim kulturellen Angebot selbst. Ursprünglich sollten die Zuschüsse für die Kultur für dieses Jahr komplett gestrichen werden. Am Ende verloren alle ein bisschen. Die Kulturgemeinschaft muss mit 5.000 Euro weniger auskommen und erhält heuer nur noch 30.000 Euro. Kompensieren will sie das durch höhere Preise beim Abo. Auch in unserer Satzung steht klar drinnen, das war auch mal der Wunsch der Stadt, dass wir Preise anbieten, dass für jeden Mann es die Möglichkeit gibt, nicht nur für die sogenannten Reichen und Besserbemittelten, sondern jeder Mann und jede Frau die Möglichkeit hat, dieses Theater zu besuchen und nicht an den Kosten scheitern darf. Und deswegen bin ich schon etwas überrascht, dass gerade von einer bestimmten politischen Seite die großen Schüsse kommen, dass man einsparen soll und die entsprechenden Abos-Kosten oder die Abo-Beiträge deutlich erhöhen soll, was ja dann den kleinen Mann in erster Linie trifft. Das klassische Theater zentriert sich in den größeren Städten und hat dort eben die Möglichkeit zu spielen. Früher war die Situation, dass es in den kleinen Städten noch Alleinstellungen gab. Heute ist insgesamt der Wandel weg vom klassischen Theater zu Musical-Veranstaltungen, zu Kleinkunstveranstaltungen, zu Musikveranstaltungen viel, viel größer geworden. Und das dreht letztendlich dem klassischen Theater in den kleineren Städten den Hahn zu. Natürlich ist Theater, klassisches Theater heute nicht unbedingt der große Renner bei jungen Leuten, das gebe ich auch zu.
Aber zu einem Kulturgeschehen gehört dies einfach auch mit dazu. Meiner Meinung nach wäre es sehr viel sinnvoller gewesen, die KGO hätte sich mit Kempten zusammengetan. Wir würden das Programm in Kempten mitmachen, wären dort sehr willkommen, hat die Frau Stadelmann mir gesagt, weil eben für die wäre es in Kempten ein großer Fortschritt. Kempten kämpft genauso wie Immenstadt um die Gunst des Publikums und es wäre eine wunderbare Sache gewesen, zusammenzugehen, aber der Zug ist ja noch nicht abgefahren. Wie schwer ist es tatsächlich, auch im ländlichen Raum ein künstlerisch ansprechendes Programm zu bieten? Wir fragen beim Theater in Kempten nach, denn auch hier sind die Bedingungen anders als in größeren Städten wie beispielsweise München. Trotzdem oder gerade deswegen ist hier viel entstanden. Ich meine, jede Stadt hat so ihre Besonderheiten. Also diese Provinzdiskussion, die mag ich eigentlich nicht, weil ich der Meinung bin, dass Provinz eigentlich nur in Köpfen stattfindet und nicht an Orten. Gut, die Besonderheit ist sicherlich, dass wir hier versuchen, Eigenproduktionen zu machen, obwohl wir im Grunde nicht die Infrastruktur dafür haben. Das haben Sie ja immer wieder mitgekriegt, dass wir extern proben müssen, dass wir keine eigenen Werkstätten haben etc. pp. Und aber trotzdem, sage ich mal, eine gewisse Sturheit zu zeigen, dass es trotzdem geht, das macht mitunter ja auch Spaß, dass manche Dinge nicht so klar geregelt sind und ein bisschen so auf Naturaliengeschäftsbasis auch funktionieren. Und das ist sicherlich auch etwas, was vielleicht in einer kleinen Stadt sogar besser funktionieren kann. Mitunter aber auch ganz schön anstrengend sein kann. Ein Grund, warum Intendantin Nicola Stadelmann darum gebeten hat, ihren Vertrag zum Ende der Spielzeit auslaufen zu lassen. Sie hadert vor allem mit den komplizierten Strukturen des Hauses. Denn sie plant zwar das Programm des TIC, Hausherr sind aber die Eigenbetriebe der Stadt Kempten. Und die wollen das Gebäude möglichst oft und effektiv vermieten. Das sorgt häufig für terminliche Kollisionen. Außerdem sei es schwer, ein klares Profil für das Theater in Kempten zu schärfen, so Nicola Stadelmann. Wir versuchen, einen anspruchsvollen Theater- und Konzertspielplan zu machen. Man könnte jetzt in Anführungszeichen sagen, wir vertreten sozusagen die Hochkultur. Das ist ein Wort, das ich eigentlich nicht mag, aber Sie wissen, was ich damit meine. Und dann ist es auf der anderen Seite so, dass wir aber natürlich, und da verstehe ich auch den Eigenbetrieb mit seinen Zielen, im Haus Hochzeiten haben, Firmenveranstaltungen haben, bis hin zu Lebensberatungsseminaren in Anführungszeichen, Ballettveranstaltungen, Musicalveranstaltungen, die sich zum Teil, das darf ich glaube ich schon sagen, ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten, nicht unbedingt mit dem decken, was wir programmatisch fürs TIC in diesem Haus machen. Wie geht es weiter mit dem Theater in Kempten? Das hängt jetzt vor allem von der Politik ab. Sie stellt zusammen mit der neuen künstlerischen Leitung die entscheidenden Weichen für die Zukunft des Theaters in Kempten. Und dabei wird es, ähnlich wie in Immenstadt, auch um die Frage gehen, was ist der Stadt die Kultur wert? Schlussendlich natürlich geht es auch immer um Geld. Das ist ein leidiges Thema, gerade in der Politik und auch in der Kultur, weil natürlich an Kultur gerne gespart wird, weil man nicht sofort eins zu eins sieht, was man da investiert. Ich persönlich, logischerweise, bin der Meinung, dass die Kultur ein ganz, ganz wichtiger Faktor für eine Gesellschaft ist und dass es da gar nicht so sehr darum geht, dass jetzt jeder seinen Schiller auswendig kann, sondern dass es wirklich etwas ist, was mit Herzensbildung zu tun hat. Und das sind eben alles so Dinge, ich glaube, das muss sich eine Stadt einfach sehr gut überlegen, was sie tut, wenn sie schon so ein wunderbares Theater hat, das noch dazu, und das sage ich durchaus auch mit einem gewissen Stolz, jetzt in den letzten Jahren sich sehr positiv entwickelt hat. Und bei mir sind jetzt der Kemptner Oberbürgermeister Thomas Kichle und der Geschäftsführer des Theaters in Kempten, Thomas Siedersberger. Herr Kichle, welchen Stellenwert hat denn das Theater in Kempten für die Stadt? Einen sehr hohen. Und ich muss sagen, gerade in den letzten Jahren hat sich das Profil des Kemptner Theaters wirklich entwickelt, sodass wir ja sagen können, es ist zu einem echten kulturellen, künstlerischen Mittelpunkt der Stadt geworden. Jetzt gibt es den ein oder anderen Kritikpunkt der aktuellen künstlerischen Leitung. Sie sagt, organisatorisch ist das ein bisschen schwierig. Man muss zum Beispiel für Proben das Theater immer wieder neu anmieten. Warum ist das so?
Gut, das Ganze hatte einen steuerlichen Hintergrund. Wir haben das damals bewusst so gewählt. Bei uns ist die Besonderheit, dass die Spielstätte und der Spielbetrieb organisatorisch voneinander getrennt werden. Aber eine Aufhebung dieser Organisationsstruktur hätte doch massive steuerliche Nachteile für uns. Und deswegen sind wir jetzt im Moment noch an diese Struktur gebunden. Wie lange wird das noch dauern ungefähr? Ja, frühestens 2017, 2018 kann man über eine Umorganisation nachdenken. Das heißt, bis dahin muss das noch so bleiben mit allen. Welche Vor- oder Nachteile hat das jetzt für die praktische Arbeit? Ja, der Nachteil für die praktische Arbeit ist eben, dass es zwei getrennte organisatorische Einheiten sind, wie Sie vorher schon sagten, dass auch für Proben das Theater angemietet werden muss. Allerdings muss ich dazu sagen, auch in dieser organisatorischen Struktur war es uns in den letzten Jahren möglich, sehr gute Theaterarbeit hier in Kempten zu leisten. Der Vorgänger von der Frau Stadelmann hat damals bemängelt, relativ wenig künstlerischer Spielraum besteht. Es gibt ein, zwei Eigenproduktionen, ansonsten sehr viele Gastspiele. Anders als beispielsweise beim benachbarten LTS, wo einfach sehr viele Eigenproduktionen sind. Woran liegt das? Gibt es da Spielraum, dass es mehr wird? Also, ich glaube, man kann die Dinge nicht miteinander vergleichen. Das Landestheater Schwaben wird ja getragen von mehreren Gebietskörperschaften. Hier haben wir unser Theater, das die Stadt Kempten sozusagen auch auszeichnet, eben alleine bewerkstelligt. Und ich muss auch der Frau Stadelmann wirklich attestieren, es ist ihr gelungen, mit dem Budget, das ihr zur Verfügung stand, zurechtzukommen und wirklich hochkarätige Kultur hier zu verwirklichen. Und deshalb bedauere ich auch den Weggang von ihr außerordentlich. Also das heißt, mehr Gastspiele wird es einfach aus finanziellen Gründen auch nicht geben? Ja, es ist immer ein Spannungsfeld. Also nach oben ist zwar immer Luft, aber logischerweise sind die Mittel begrenzt. Aber wenn ich da zurückblicke, sie hat gute Gastspiele hierher nach Kempten gebracht, aber auch die Eigenproduktionen waren wirklich ein Markenzeichen von ihrer künstlerischen Arbeit. Und es war möglich in dem Rahmen, der zur Verfügung stand, und das soll natürlich auch so bleiben. Wichtig ist für mich als Oberbürgermeister, dass eben das, was hier aufgebaut wurde, wirklich auch weiterentwickelt werden kann in den kommenden Jahren. Könnten diese Strukturen, eben wenig Eigenproduktionen und diese organisatorischen Strukturen, ein Problem darstellen, vielleicht bei der Suche nach einem Nachfolger, einer Nachfolgerin für Frau Stadelmann? Also grundsätzlich hat die Struktur nichts mit den Eigenproduktionen an sich zu tun, das muss man ganz klar sagen. Das ist eine Entscheidung der künstlerischen Direktion, sie hat ein bestimmtes Budget, wie viele Eigenproduktionen sie hier in Kempten aufführen will. Das hat mal grundsätzlich nichts mit der Struktur zu tun. Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt ein Nachteil ist, bei der Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Frau Stadelmann. Die Strukturen sind bekannt. Man kann auch mit diesen Strukturen arbeiten, wie man in den letzten Jahren ja gesehen hat hier in Kempten. Wir haben sehr erfolgreich gearbeitet. Und wir schließen ja nicht aus, dass in einigen Jahren wir auch über eine Umstrukturierung hier im Theater nachdenken. Also von dem her bestehen für den neuen oder die neue Theaterdirektorin oder Direktor alle Möglichkeiten für die Zukunft. Jetzt ist das Theater in Kempten natürlich auch ein Leuchtturm in der Theaterlandschaft im Umfeld. Wie könnte eine bessere Zusammenarbeit vielleicht auch mit dem Landkreis Oberallgäu aussehen? Grundsätzlich sind wir offen für jegliche Arten der Zusammenarbeit, aber letztendlich ist das auch wieder eine Entscheidung der künstlerischen Direktion, inwieweit sie hier auch das Oberallgäu und künstlerische Gruppen aus dem Oberallgäu hier im Theater mit einbinden will. Grundsätzlich ist das natürlich möglich, wir sind offen. Herr Siedersberger, Herr Kichle, ich bedanke mich für das Gespräch, und das war unser Magazin aus dem Oberallgäu und Kempten. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.